dass ich glücklich bin, liegt daran, dass die Neuheiten, die für die Messe geplant sind, zwar knapp, aber alle gekommen sind. Die Neuheiten für die APC hier sind für Myranor unter dem Sternpfeiler, das ja seit ungefähr 2 Jahren überfällig war. Dann haben wir für Myranor noch eine Abenteuersammlung Jäger und Beute und ein neues Science-Fiction-Rollenspiel Contact. Dafür haben wir auch das Regelwerk bekommen. Bis jetzt kommt das in den ersten 10 Minuten der APC schon ziemlich gut an. Es ist halt bis jetzt recht erfolgreich. Die APC läuft halt wirklich gerade erst seit ein paar Minuten und es war schon ein ziemlicher Andrang und eine Schlange am Myranor-Teil des Standes, um halt den Sternpfeiler zu bekommen. Er ist jetzt rausgekommen, weil er jetzt letztendlich fertig war. Und es hat so lange gedauert, weil es halt diverse Katastrophen und Schicksalsschläge gab, die halt das Projekt immer mal wieder zurückgeworfen haben. Es hat sicherlich natürlich noch zeitlich was gebracht, dass Uli Lindner am Schluss dann nochmal was mit gemacht hat, ein klein bisschen was an Text übernommen hat und da ein bisschen was Arbeit reingesteckt hat. Ja, aber das Buch ist immer noch zu 95% oder was mehr halt Arbeit von Jörg Radatz und Heike Kamaris, definitiv. Vor allen Dingen Jörg. Also ich würde sagen, unter dem Sternpfeiler braucht im Prinzip jeder, der im Myranor spielt oder sich mit dem Gedanken trägt, im Myranor anzufangen. Das Gute am Sternpfeiler ist auch, dass es halt relativ, also da ist fast nichts an Regelkram drin. Insofern kann man natürlich auch, wenn man, keine Ahnung, Fate spielt oder irgendein anderes System spielt, das als wirklich einfach als Quellenmaterial für halt die Welt Myranor benutzen. Unabhängig vom Regelsystem. Aber natürlich, primär ist es natürlich für jeden DSAler interessant. Jäger und Beute ist eine Abenteueranthologie, die sich mit den Monstern Aventuriens beschäftigt. Konkret mit vier Monstern, die im Codex Monstrorum erstmal aufgetaucht sind. Jedes Abenteuer stellt ein Monster in den Fokus. Zum Beispiel dieses nette possierliche Tierchen, das da auf dem Cover abgebildet ist, in einem der Abenteuer, der Hauptantagonist. Sind aber sonst losgelöst voneinander, also haben halt unterschiedliche Plot-Themen, die auch bedient werden. Grundsätzlich finde ich sie natürlich alle gut, sonst hätte ich sie nicht in den Band gelassen. Aber mein Favorit ist Steppenherrscher, das ist das vierte Abenteuer in dem Band. Einfach weil es einen sehr freien Spielstil unterstützt, den ich persönlich halt auch einfach sehr gerne mag. Das ist zum einen einfach sehr stark natürlich ausgearbeitet, vor allen Dingen aber auch, dass verschiedene Möglichkeiten angegeben werden, es nicht nur um die reine Jagd auf die Viecher gibt, sondern dass es auch noch einen Banbagui-Stamm gibt, der menschlichen Menschen aus dem Imperium nicht ganz so feindlich gesinnt ist und mit dem man sich arrangieren kann, dass man so auch quasi ein bisschen in die Banbagui-Kultur selbst reinschnuppern kann. In den Steppenherrscher geht es darum, dass die Helden aufgrund der Wette zweier Optimaten ausgesandt werden, um einen Riesentausendfüßler der Banbagui zu fangen, die mehrere Dutzend Meter lang werden können, auf denen sie normalerweise ihre Häuser auch bauen. Und so ein Ding zu fangen ist natürlich eine äußerst schwierige Angelegenheit. Ein Abenteuerband wurde geschrieben von Mayri Stritter, der Korallengarten. Dort sitzen die Helden in der Hafenstadt fest, weil einige maritime Bewohner der Stadt Probleme mit einem Gichtwurm, einem Unterwasserdrachen haben, der in ihre eigentliche Wohnstadt, diesen Korallengarten, eingebrochen ist und sie dort eingenistet hat. Die Helden müssen also unter Wasser durch dieses Dungeon und sich da nach vorne arbeiten bis zum Hort. Ein weiteres Abenteuer ist von Matthias Freund und Lena Kalupner geschrieben, heißt Albtraum des Todes. In dem geht es darum, dass es in einer Kleinstadt im Imperium eine Albschmeichlerplage gibt, der die Helden nach und nach auf die Spur kommen, weil sie eine verschwundene Optimatin suchen. Und irgendwann merken sie halt, dass dahinter eine etwas finstere Gestalt steht, die mit Hilfe des Gifts der Albschmeichler Untote zu erheben versucht. Und das letzte Abenteuer aus dem Band ist von Fabian Talkenberg, Die Herrin des Waldes, wo eben besagte Herrin des Waldes eine Optrilitmine besetzt hat und die Helden ausgesandt werden zu schauen, warum die Erträge dann zurückgegangen sind und dort etwaige Probleme zu lösen. Ich muss tatsächlich sagen, dass wenn man Heinz neben seinen Artgenossen sieht, ist es sehr beeindruckend, wie unglaublich dreckig der Kerl ist. Das ist ein bisschen unter seiner Würde, oder?